Guten Tag, Frau Kinkel. Hallo. Welcher Partei gehören Sie an und seit wann? Ich bin Mitglied von Bündnis 90 Die Grünen und das seit 2009 ungefähr. Und wie alt sind Sie? Ich bin 30 Jahre alt. Wenn Sie keine Politikerin wären, wären Sie? Dann wäre ich wahrscheinlich nach wie vor Projektmanagerin für die Energiewende in Nordhessen. Haben Sie ein konkretes politisches Ziel, was Sie gerne erreichen würden? Ganz konkret will ich, dass wir so wirtschaften, dass die Umwelt ein stärkeres Gewicht bekommt. Und da ist das Thema Ressourceneffizienz in der Wirtschaft ganz wichtig. Entscheidungsfrage. Joschka Fischer oder Tarek Al-Wazir? Tarek Al-Wazir ist der beliebteste Politiker in Hessen, von daher ganz eindeutig er. Wie stehen Sie zum Wahlalter 16? Unbedingt. Wir brauchen junge Leute, die wählen gehen dürfen, weil junge Menschen auch eine Stimme haben müssen in unserer Politik. Und wie stehen Sie zum kostenlosen ÖPNV? Wir wollen das bezahlbare Bürgerticket für alle, also Flatrate, haben für Bus und Bahn nutzen. Und das gibt es aber nicht ganz zum Nulltarif, sondern muss eben bezahlbar sein für alle. Thema Schulen und Universitäten. Sehen Sie Nachholbedarf, was Ausbau und Sanierung angeht? Wir haben sehr viel erreicht in den letzten Jahren. Wir haben ganz viele Schulbauten und ganz viele Schulen wurden modernisiert. Da geht immer noch mehr und deshalb haben wir da auch noch viel vor. Wir wollen zum Beispiel ein Klo-Programm für die Schulklos auflegen. Viele sehen eine Chancenungleichheit zwischen Kindern aus armen und Kindern aus reichen Familien in unserem Bildungssystem. Wie sehen Sie das? Das ist nachgewiesen, das kann man eigentlich gar nicht, dem kann man nicht widersprechen. Es ist immer noch zu stark von Bedeutung, wo du herkommst für deine schulische Laufbahn und nicht, was du eigentlich erreichen willst. Und das muss geändert werden, zum Beispiel durch den Ausbau von Ganztagsschulen, wo eben alle Kinder gleich gefördert werden können. Was halten Sie vom Führerschein ab 16 Jahre? Ja, Führerschein ab 16 haben wir ja jetzt schon zum Teil. Haben wir das? Ja. Und klar, also junge Menschen sollen wählen gehen dürfen, deshalb sollen sie auch schon begleitet fahren lernen dürfen. Was gibt es zum Mittagessen? Heute gleich gibt es Hamburger. Und zwar vegetarischen, hoffe ich. Dann wünsche ich guten Appetit und einen schönen Tag. Vielen Dank. Dankeschön.